Seit eh und je nutzen die Menschen rund um Lüneburg die Windkraft. Früher für Mehl, heute für Strom. Aber beides nebeneinander, da wird es kompliziert. Zumindest in Bostel-Wiebeck. Also wir befinden uns hier in der Baugrube von einer von vier von uns geplanten Windenergieanlagen. Und das Projekt wurde Anfang des Jahres durch das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg vorläufig gestoppt. Zwar hatte der Landkreis Uelzen diese Anlagen früher genehmigt, aber das Gericht hat dann festgestellt, ups, hier gibt es eine alte Mühle. Wo ist sie denn? Da, nein. Da ist sie ja. Sie hat keine Flügel mehr, steht aber unter Denkmalschutz. Der muss seit kurzem bei neuen Windrädern genauer unter die Lupe genommen werden. Und weil jemand gegen die Baugenehmigung der neuen Windräder geklagt hatte, entschied das Gericht im Eilverfahren, insbesondere die sehr große Höhe der Windkraftanlagen von teils 250 Metern und Nähe zu der Mühle würden zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes führen. Die Mühle würde durch die Windkraftanlagen marginalisiert. Genau. Die vier neuen und mindestens 700 Meter entfernten Anlagen könnten das Erscheinungsbild der Windmühle hier marginalisieren. Der Beschluss kam für uns natürlich erstmal komplett überraschend. Und die Begründung, dass eine alte Mühle ohne Flügel letztlich nun neue Mühlen mit Flügeln verhindern soll, kam für uns ebenfalls sehr überraschend. Und tatsächlich ist das Verständnis dafür natürlich relativ gering. Ja, aber ein Windrad soll die Sicht auf diese Attraktion nicht stören. Also wenn man die Mühle hinter den Bäumen gefunden hat, wo war sie noch gleich? Da, nein. Da, ja. Ich glaube, die meisten nehmen sie gar nicht wahr. Gerade auch in Bezug auf den Gemeinderat. Wir haben eine Bereisung gehabt. Viele in der Gemeinde wissen nicht mal, dass es diese Mühle gibt. Dann müssen die Bostel-Wiebecker eben auf diesen Acker gehen. Von da kann man die Mühle wahrnehmen. Und auch da soll kein Windrad den einzigartigen Blick auf die Mühle ohne Flügel stören. Sollen die Dinger doch woanders bauen? Wenn nicht Gemeinden wie wir hier, die sehr ländlich geprägt sind, für erneuerbare Energien in Form von Flächenphotovoltaik oder Windkraft stehen, wo soll die Energie herkommen? Also man muss ja auch mal sagen, ich kann nicht ein Windrad mitten in Hannover aufstellen. Auch das verstehe ich. Also deswegen, wenn, muss das ja auf dem Land passieren. Egal, ob man für oder gegen Windenergieanlagen ist, in Bostel-Wiebeck ist es so oder so ein Kampf gegen Windmühlen. Die Kriminalpolizei warnt, immer mehr Menschen werden Opfer von Abo-Fallen im Internet. Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie allzeit gut informiert sein. Am besten abonnieren Sie noch heute den Extra 3-Kanal. Und hier geht's gleich zum nächsten Video. Bitte lachen Sie vorsichtig.